Ein zeitgemäß gedämmtes Haus erfordert auch zeitgemäß gedämmte Fenster. Dies gilt für alle Räume, also auch für als Wohnraum genutzte Kellerräume. Dafür bietet Arco die Lösung. Mit der Entwicklung der Leibungsfenster Arcotherm 3.0 setzt Arco neue Arco-Standards im Produktsegment Leibungskellerfenster. Die wesentlichen Vorteile? Die hervorragenden Wärmedämmeigenschaften helfen bei der Erfüllung der Anforderungen der ENIV 2014. Die Wertstabilität des Hauses erhöht sich deutlich. Auch im Fertigteilbau bietet die Verwendung von Arcotherm Leibungsfenstern 3.0 viele Vorteile. Wir zeigen hier beispielhaft den Einbau in eine zweischalige Elementwand. Zu Beginn wird der Schaltisch vorbereitet. Dafür werden zunächst die Markierungen für die erste Schale geplottet. Im nächsten Arbeitsschritt werden die Abschalleisten gesetzt. Sie begrenzen das Bauteil. Anschließend wird der Schaltisch eingeölt. Danach kann die einbaufertige Zarge mit der Innenseite positioniert werden. Durch den steifen Blendrahmen ist die Zarge im Betonwerk optimal zu handhaben. Die weiche Schalungsdichtung, welche in der patentierten Nut steckt, sorgt für eine perfekte Abdichtung zum Schaltisch. Mit Magneten wird die Zarge horizontal fixiert. Wenn das Arcotherm Leibungsfenster 3.0 fixiert ist, erfolgt das Aufstellen der Bewehrung unterstützen, den sogenannten Raketen. Jetzt kann der Beton geschüttet und verdichtet werden. Eine extrem schmale Leibungskante verhindert Verschmutzung durch Betonschlämme. Die speziellen T-förmigen Stege der Zarge optimieren die Verkrallung mit dem Beton. Die Zarge ist nun in der inneren Schale einbetoniert und der Schaltisch wird in die Härtekammer gefahren. Nach dem Aushärten verlässt das Wandelement mit der Zarge die Kammer. Inzwischen wurde die zweite Schale vorbereitet und in Position gebracht. Der Schaltisch mit der Zarge wird angehoben, über der zweiten Schale positioniert, gedreht und auf die Raketen abgesenkt. Danach wird der Beton geschüttelt und verdichtet. Er verläuft dabei auf dem Schaltisch und umschließt die Zarge. Unerwünschte Luftblasen steigen auf. Die zweischalige Wand ist nun fertig und härtet in der Kammer aus. Nach dem Verlassen der Härtekammer wird der Fensterflügel eingebaut. Eine kurze Kontrolle der Gängigkeit erfolgt, dann ist das Wandelement versandfertig. Mit Blick in die Zukunft planen und bauen. Dreifach. Der neue Arco-Standard. Die Arcotherm Leibungsfenster 3.0. Wärmer, dichter, stabiler.